nicht immer mit Begeisterung, wie Sie wissen. Und das Zweite ist, dass wir auch sagen, die Multifunktionäre fallen aus. Es kann nur eine bezahlte politische Funktion geben. Und warum gehen wir das jetzt so scharf an? Jetzt gibt es ja monatelange Diskussion in Österreich zu dem Thema und die Regierung ist wieder nicht bereit, was zu tun. Wenn es um Belastungen der Bevölkerung geht, dann ist man so schnell bei der Hand. Da wird rückwirkend über Nacht ein Gesetz hergestellt, das sofort Belastungen verfügt. Über die Politikersituation diskutieren wir jetzt, Herr Dr. Nagilla, Sie werden es selber wissen, seit dem Jahre 1990 das Thema, das jetzt zur Diskussion steht. Dr. Wanitzki hat 1990 versprochen, es wird nur mehr eine bezahlte politische Funktion geben. Es ist unbestritten, dass was geschehen muss. Also, müssen wir was tun. Es ist unbestritten. Daher sage ich, Volksbegehren vorbereiten, klare Regelung, solange das Unternehmen Österreich von dieser Regierung so schlecht verwaltet wird, müssen die Geschäftsführer des Unternehmens Österreichs sich gefallen lassen, dass sie weniger verdienen. Ich muss ja wirklich sagen, da verspricht einen die Geschäftsführerin der SPÖ, verspricht allen Österreichern, wenn sie ja sagt zur EU, gibt es 1000 Schilling Ersparnis für jeden. Das sagt jemand, bitte, der mit seinem Lebensgefährten über 300.000 Schilling im Monat Einkommen zur Verfügung hat. Das sind 10.000 Schilling im Tag, hat die Frau Geschäftsführerin mit ihrem Lebensgefährten zur Verfügung. Das ist so viel, als die Gewerkschaft Mindesteinkommen für Frauen und Männer in Österreich für einen Monat festlegt. Und da soll jetzt kein Handlungsbedarf bestehen. Also ich bin wirklich entsetzt, wie wenig moralische Qualifikation im öffentlichen Leben heute gegeben wird. Selbstverständlich besteht Handlungsbedarf, das wissen inzwischen ja alle. Drittes Thema noch in dieser ersten Runde, wir sind schon ein bisschen über der geplanten Zeit drüber. Das ist immer interessant bei uns zwei. Ja, die Friedhofschänder Eisenstadt. Es gibt von überall her Rücktrittsforderungen, die sich auf Ihren Bundesgeschäftsführer Schweizer beziehen in dem Zusammenhang. Deswegen, weil diese Leute vor Jahren, bevor das passiert ist, im Bereich Oberwart in der FPÖ irgendwie auch tätig waren. In der FPÖ, in der Jugend einmal. Ja, eine Kandidatur bei einer Gemeinde gab es auch und so. Und der Herr Schweizer war damals dort Bezirksparteiobmann. Ich will das überhaupt nicht bewerten, diese Rücktrittsforderungen. Ich stelle eine konkrete Frage dazu. Man könnte sagen, jemand wie der Herr Schweizer, der damals nicht erkannt hat, der nicht sensibel genug war, zu erkennen, dass das braune Leute sind, eine braune Unterwanderung ist, weil irgendeine Mitwisserschaft unterstellt dem Herrn Schweizer ja niemand, der das nicht erkannt hat, der nicht sensibel genug war, ist irgendwie nicht der richtige Mann für so eine hohe Parteiposition. Könnte man sagen. Stimme Ihnen völlig zu. Notabene sie ihn geholt haben, unter anderem von dieser Sache wegzukommen, von diesem Anstrich. Ja. Aber dann müssen Sie schon akzeptieren, dass man sagt... Dass Sie stimmen das, zu, ich bin ganz überrascht. Ja, dass wir sagen, dann muss aber in Österreich bitte die Debatte wirklich anders geführt werden. Nicht immer dann, wenn man irgendein Haar in der Suppe bei den Freiheitlichen findet, dann spürt man die Obermoral und das sind die Moralaposteln am Zug und bei den anderen schaut man weg. Ich würde diese Frage einem anderen auch stellen. Nein, sie wird ja nicht gestellt, Herr Dr. Nagilla, sie wird ja nicht gestellt. Denn da müssen wir bitte wirklich diskutieren, wie kann ein Minister einem, auch mit Unterstützung der ÖVP, Vertrauensvoten im Parlament gewinnen, der nachweisbar und im Bewusstsein terroristische Zeitungen finanziert hat. Der Umgang mit Terroristen, die uns in Ebergassing gezeigt haben, dass sie nicht davor zurückschrecken, Strommasten in die Luft zu jagen, die die gesamte Energieversorgung Wiens außer Kraft hätte setzen können. Aber Sie wollen doch, Krankenhäusern Leid sterben. Sie wollen doch besonders sauber sein. Sie könnten doch 13... Ja, wir haben ja diese Leute auch hinausgeschmissen. Sie schimpfen immer, dass die anderen, wenn sie ihren Rücktritt verlangen, mauern. Jetzt mauern sie aber auch. Na, wir haben die Leute ja hinausgeschmissen. Und dasselbe muss man, der Herr Einem ist ja noch im Amte und bekennt sich noch zu diesen Kontakten und hält sie auch für gut. Wir haben diese Leute, wir haben uns von solchen Leuten getrennt, die waren ja nicht keine zwei Monate in dieser Jugendorganisation. Ich glaube, die sind selber gegangen, waren schon wieder weg. Die sind, glaube ich, selber gegangen. Nein, das nicht, sondern man hat sie wegen Untätigkeit einfach wieder gestrichen. Sie stimmen mir zu, aber der Herr Schweizer wird bleiben. Nein, ich stimme Ihnen nicht zu ich stimme Ihnen zu in der Frage, wie wir diese Diskussion zu führen haben. Aber dann bitte umfassen. Herr Schweizer, wir bleiben. Dann werden Sie nur um das klarzustellen. Ja, der Schweizer kann ja in der Frage überhaupt nichts dafür. Sondern wenn er sie ausgewählt hätte, er hat sie ja nicht ausgewählt. Das war in einer anderen Organisation, nicht in aber der FPÖ. Er hat sie, gewähren lassen. Ja, aber dann müssen Sie bitte schon, Herr Dr. Nagilla, dann müssen Sie also bitte schon in der SPÖ anfangen. Ich weiß nicht, zum Reden über die Mafia-Kontakte der SPÖ-Funktionäre. Weil die eröffnen also sogar mit Unterstützung des österreichischen Bundeskanzlers und mit Finanzierung
der Steuerzahler, 200 Millionen von Wien für den Ostfonds, Hotels der Mafia, und da ist der Herr Bundeskanzler bei der Eröffnung dabei. Ich weiß jetzt nicht, wovon Sie sprechen. Sie wissen es sehr gut. Okay. Nein, ich weiß es nicht. Aber ich bin gespannt, ob Sie diese Frage stellen werden. Wie geht es Ihnen mit der Mafia? Ne? Gut, danke für die Empfehlung. Danke. Danke für die Empfehlung. Wir kommen zum nächsten Film, meine Damen und Herren. Ein Hotelier hat Probleme, nichts Besonderes, kommt heutzutage oft vor in Österreich. Dr. Jörg Haider antwortet ihm. Der Moserhof steht in Seeboden am Milstädter See in Kärnten. Eine altrenommierte Sommerfrische, in der es noch vor wenigen Jahren kein freies Bett gegeben hat. Diese guten Zeiten sind vorbei. Die Besitzer dieses Vier-Sterne-Hotels, Robert und Karin Moser, kämpfen wie auch andere Hoteliers mit der Flaute im Tourismus. Robert Moser hat dem Gästeschwund nicht tatenlos zugesehen. Er hat sich mit Tourismusexperten beraten und sich ein Konzept machen lassen. 30 Millionen hat er in den letzten Jahren investiert und praktisch ein neues Hotel hingestellt. Der Betrieb ist jetzt auf 2 Saisonen ausgerichtet und attraktiv für Urlauber und Kongressteilnehmer. Glanzstück ist das neue Schwimmbad, das allein 10 Millionen verschlungen hat. Die Investitionen wurden mit Krediten finanziert, die in den nächsten Jahren zurückgezahlt werden müssen. Bis jetzt ist die Rechnung nicht aufgegangen. Trotz zeitgemäßen Konzepts hat allein der heurige Sommer ein Minus von 20% gebracht. Man kann also heute nicht mehr weiterdenken, also lang vorausplanen. Früher hat man also geplant, hat gesagt, das wird sich in der und der Zeit amortisieren. Dann hat man gewusst, das und das ist da, die 4 oder 5 Monate Hauptsaison hat man, da hat man sowieso voll und das funktioniert. Heute kann man mit 5 Monaten oder 4 Monaten voll sein an Betrieb in dieser Größenordnung überhaupt nicht mehr führen. Und ich bin also nach wie vor der Meinung, dass man also mindestens 180 Vollbelegungstage braucht, um einfach das zu refinanzieren. Und natürlich, wenn man das nicht hat, dann schaut es natürlich triste aus für die Zukunft, weil man dann sagen muss, man haltet das vielleicht noch ein paar Jahre und lebt von der Substanz. Man kann also nichts mehr erneuern oder man kann also nicht mehr auf dem neuesten Stand bleiben und wird dann früher oder später sagen müssen, es ist vorbei. Ja, ich würde dem Robert Moser eine Reihe von Maßnahmen empfehlen, wobei davon ausgeht, dass er ja nicht alleine sich wird helfen können, denn letztlich sind die Rahmenbedingungen, die heute die Tourismuswirtschaft hat, katastrophal und sind auf die Versäumnisse in den letzten Jahren zurückzuführen. Das heißt, wir brauchen vor allem in der Steuergesetzgebung, um solchen Betrieben die Chance zu geben, dass sie mit Investitionen über die Runden kommen, eine Veränderung. Es müssen die Abschreibungszeiträume für touristische Investitionen verkürzt werden, weil sich auch das Gästeverhalten verändert und weil also aufgrund der niedrigen Ertragssituation die Dinge schwer ins Verdienen zu bringen sind. Es wird notwendig sein, gerade im Hinblick auf die heurige Saison, dass man mit den Banken und mit den einzelnen Regierungen in den Ländern und auf Bundesebene ein Paket schmiedet, ein Moratorium, wo man sagt, es wird also notwendig sein, dass die Zinsen und Rückzahlungen einmal um ein Jahr gestundet werden, damit die Betriebe nicht in die Katastrophe kommen, in der sie heute sind. Und individuell würde ich dem Robert Moser empfehlen, dass er alles tut, um die Saisonverlängerung zu ermöglichen. Gerade sein Standort am Milstädter See ist ideal, um den goldenen Herbst in Kärnten, so wie die Südtiroler das im Herbst sehr gut entwickelt haben, zu entwickeln. Das heißt, Gäste, die wandern, die Regeneration suchen, die Gesundheitstouristen sind, stärker anzusprechen. Und ich würde ihm auch empfehlen, sich mit seinen Finanzierungsinstituten zu bemühen, ob er anstatt der Kreditfinanzierung von 30 Millionen, die relativ groß ist, eine Beteiligungsfinanzierung zusammenbringt, damit er nicht alles über die Kreditschiene abdienen wird müssen. Das wird meines Erachtens überhaupt ein Thema werden, das in der Zukunft den Tourismus betreffen wird. Und letztlich wird man also auch in der Steuergesetzgebung dafür sorgen müssen, dass diese EU-widrigen Steuern wie die Getränkesteuer, die